So, und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 18 The Journey mit Alexander. Wir trainieren heute, beziehungsweise wir trainieren nicht, wir skippen es, aber... Unsere Fans, heute müsst ihr alles geben, wir üben 1 so. Gegen 1 Drills. Wie sieht's aus? Nicht so gut. Harte Arbeit im Training ist die Grundlage für erfolgreiche Spiele. Ich glaube, dass... Das war kein gutes Training. F und ein D. Ja, das geht eigentlich besser. Gegen Bilbao. Okay. Wie gesagt, Dele Alli spielt nicht wirklich auf einer Position, wo er mir gute Vorlagen geben kann, aber... Ich habe da so eine Idee. Da schon so eine Idee. Oh, komm. Es fängt schon an. Ja, Dele Alli auf Hunter! Eine 5,1, weil ich den nicht reingemacht habe! Was zur Hölle? Oh, den Pfosten! Ich möchte nie wieder den Ball von Dele Alli bekommen. Und wenn ich verschieße, dann bekommen wir sofort eine Minuswertung von über einen Punkt. Das kann ich aber so gar nicht verstehen. Dele Alli jetzt schon Fehlankauf. Oh. Was? Was? Das will ich noch mal sehen. Warum? Zu stramm gestanden, oder wie? Was ist denn jetzt los? Alex! Alex! Alex, du bist verletzt, du musst raus! Nein, ist schon okay, mir geht's gut. Ich mach weiter. No, du machst alles nur noch schlimmer, du bist verletzt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Raus! Das wird schon, nur Geduld. Ja, schöne Scheiße. Haben wir das Spiel wenigstens gewonnen. Ja, 1-0. Wenigstens etwas. Und? Alex, ich habe schlechte Nachrichten. Es ist ein schwerer Meniskusriss. Deine Operation ist Ende dieser Woche. Und dann steht die Reha an. Mit etwas Glück und hervorragendem Training kommst du zurück. Im März.
März? Das sind fast 2 Monate. Alex, ich wünschte, es wäre nicht so. Aber manches liegt halt nicht in unserer Hand. Du darfst nach Hause gehen, wenn du willst, bis der Gips ab ist. Dann schicken wir dich zu einem Spezialisten. Dort beginnt die Reha in Los Angeles. Fast 2 Monate fallen wir aus. Nicht so knorke. Aber okay. Du musst dich stärken, damit dein Knie wieder wird. Was hast du? Ich glotze. Hat dein Dad dir je erzählt, wie er verletzt wurde? Es war die 5. Pokalrunde. Harold war in der Form seines Lebens. Die Nationalmannschaft war in Reichweite. Der Innenverteidiger hat ihn einfach umgesäbelt. Der Schiedsrichter sah das nicht als faul. Von dem Punkt an war dein Dad überzeugt, dass ihm eine Riesenchance geklaut wurde. Er wollte so schnell wie möglich wieder spielen. Also hat er es übertrieben, ist zu früh zurückgekommen. Gott, als die Ärzte sein Karriereende verkündeten, hat er sich verändert. Völlig. Was willst du damit sagen? Ich will dir bloß die Wahrheit sagen, mein Junge. Mach langsam. Du bist nicht dein Dad. Lass dir Zeit. Dann wirst du stärker als je zuvor. Iss auf, bevor es kalt wird. Premier League, ist jetzt aber wieder im Team, kam er aus der Championship, ist heute natürlich die Riesenchance für ihn, sich hier vielleicht zu etablieren. Gegen Newcastle, oh Gott, wo stehen die denn? 16. Was passiert, wenn man uns einfach wegschickt? Drecksäcke. Gegen den 18, oh ja, Also mit dem Premier League Ziel wird es nichts mehr. Okay, die 34, Danny Williams. Kommt nun aufs Feld. Ah, schade. Jetzt wissen wir wenigstens, welches Spiel sich Alex die ganze Zeit angeguckt hat. Okay, und Williams spielt so wie zuvor. Nicht wirklich grandios. Das war aber ein guter Kopfball. Jetzt eine gute Gelegenheit. Das war kein guter Pass. Ja,
so wird das nichts. So, die Gelegenheit jetzt. Ja. Schade. Aber hey, Danny Williams ist deutlich größer als Alex Hunter, von daher kann es ja bei den Ecken gut klappen. Anscheinend nicht. Er ist größer und unbeweglicher. Das merkt man schnell. Irgendwelche Abstriche muss man ja machen, wenn man größer ist. Schade. Nur entschieden wäre natürlich hier für Bournemouth zu wenig. Oh, schöne Parade. Ich wollte gerade sagen, und die Niederlage erst recht. Schade. Ja, das sieht gut aus. Danny Williams! Die Gelegenheit. Wurde nicht genutzt. Danny Williams ist jetzt schon Man of the Match. Was zur Hölle? Was ist das für eine schlechte Partie gewesen? Wenn Danny Williams, der Spieler, der nicht wirklich viel gerissen hat, Spieler des Spiels ist. Okay, was erwartet man schon? Es lautet hier Bournemouth gegen Newcastle. Das ist ein Kellerduell. Das ist auch zu Recht. Ja, jetzt hier! Yeah, Newcastle mit der Gelegenheit. Aber daraus wurde nichts. Vier Minuten Nachspielzeit. Gibt natürlich jetzt nochmal die Gelegenheit für beide Mannschaften hier ein Tor zu machen. Ja, und Newcastle, ja, nutzt es nicht. Ja. Das gibt hier den Freistoß. Und Danny Williams mit dem Kopf. Warum ein schlechter Kopfball? Wie kann man da bitte sagen, dass das ein schlechter Kopfball war? Der ging fast ins Tor. Das ist alles andere als schlecht. Ja, Abstoß. Und der Frau hat uns hier eine sehr gute Chance weggenommen. Okay, Danny Williams nochmal mit der Gelegenheit. Ja, ein Solo ist hier jetzt unangebracht. Aber das wird er wohl selbst wissen. Die letzte Gelegenheit im Spiel. Newcastle nochmal. Über die linke Seite. Bringt ihn rein. Da ist die Gelegenheit. Da ist das Tor. 0:1. Newcastle trifft hier in der 90. Spielminute. Und Bournemouth hat nicht mehr viel Zeit. Nämlich gar keine mehr. Sie verlieren das Spiel hier noch mit 0:1. Auch ein Danny Williams konnte hier keinen Unterschied machen. Ganz im Gegenteil. Sie kassieren ganz spät nochmal hier den Gegentreffer.
Eine Enttäuschung für den Trainer. Sieht nicht gut aus. Ja, das war jetzt kein gutes Spiel. Aber okay, was erwarten wir schon, ne? Okay, Leute. Echt ein schönes Leben in der Premier League, hm? Wolltest mich sprechen, Boss? Ja, das wollte ich. Komm rein. Die Premier League. Großer Sprung. Wenn du dich hier durchsetzen willst, musst du noch härter arbeiten und trainieren als in der Championship. Das Talent war noch nie dein Problem, Junge. Was dir fehlt, ist der eiserne Wille. Dir reicht es schon, ein Mitläufer zu sein, anstatt alles aus dir rauszuholen, was geht. Habe ich recht? Ruhig, Boss. Also, noch hast du das Beste nicht gesehen. Was ist dein Problem, hä? Wenn du halb so viel Energie in dein Spiel wie in dein Gehabe stecken würdest, könntest du ein großartiger Spieler sein. Auf der Bank sitzen, ein paar Minuten auf dem Rasen sein, Gehalt kassieren, ist dir das genug, ja? Natürlich nicht. Die Zeit ist für dich gekommen, diese Witze sein zu lassen. Verdien dir lieber mal etwas mehr Respekt. Kümmer dich drum. Okay, alles klar, Boss. Der Trainer sollte mich halt mal richtig aufstellen. Okay, Williams, ich rede mit ihm. Ich verspreche nichts, okay? Raus jetzt.